Ein rosa Lilienstrauß mit Blütenschlaf.
Heimatverein angesprochen worden, ob wir uns dazu bereit erklären würden, das Ganze hier zu veranstalten. Und ja, erst haben wir uns vielleicht so ein klein bisschen gesträubt, vielleicht auch nicht ja, aus anderen Gründen. Das war eigentlich eher die Arbeit, die uns so ein bisschen ja, zunächst davon abgehalten hat, das Ganze dann hier stattfinden zu lassen. Nichtsdestotrotz sind wir dann irgendwann dazu gekommen und haben dem Ganzen zugesagt. Und wenn ich mir das Ganze hier so angucke, dann bin ich im Nachhinein auch sehr froh darüber. Das ist nämlich sehr schön, was hier schon auf die Beine gestellt worden sind und wie die Wagen hier geschmückt worden und angereist sind. Das ist wirklich sehr schön. So viel schon mal vorab. Ja, angesprochen habe ich das eben schon, ausgehend vom Heimatverein. Und mit diesem auch in Zusammenarbeit wurde das ganze Fest dann so auf die Beine gestellt. Und ja, dann kann ich eigentlich auch, normalerweise macht man es vielleicht zum Schluss, ich fange da mal eben mit an, und zwar so ein bisschen mit den Danksagungen. Unser Dank gilt ja, zunächst einmal dem Heimatverein, der ja, das eigentliche Fest und die ganze Organisation übernommen hat und uns hier auch unterstützt hat. Dann waren da noch die Nachbarn, die hier fleißig mit geschmückt haben und unter anderem auch für die Bestuhlung hier zuständig waren, beziehungsweise hatten wir nun das Glück, dass einer der Nachbarn so viele Stühle noch über hatte, die wir hier gut positionieren konnten. Dafür auch nochmal schön weiter. Was ihr hier hinter uns seht, das sind von mir aus gesehen die linke, von euch aus gesehen die rechte Seite. Das ist ein Kuhstall, gebaut im Jahr 2012. Wir bewirtschaften jetzt mit unseren Kühen zusammen, das ist gut gesagt. Also wir haben 200 melkende Kühe ungefähr, die sich im rechten Gebäude befinden. Und wenn ihr mich hier so anguckt und dann kurz nach links guckt, dann steht ihr vom Melkgebäude. Das ist der Bereich, in dem die Kühe dann gemolken werden. Wie gesagt, 200 Kühe haben wir hier auf dem Hof. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, das ist der alte, ursprüngliche Hof. Da wird die komplette weibliche Nachzucht aufgezogen und dann für die eigentliche oder für die eigene Remontierung herangezogen, beziehungsweise alles, was nicht selber benötigt wird, wird dann zur Zucht weiterverkauft. Das ist eigentlich so der Hauptbetriebszweig, den wir hier so in Gange haben. Um nochmal einen kurzen Überblick so zu geben, wir haben pro Tag, ermelken wir ungefähr 6000 Liter Milch. Das bedeutet, im Jahr sind wir bei ungefähr 2,1 Millionen Liter Milch, die wir an die Molkerei abliefern. Um dann eine kleine Vorstellung nochmal zu bekommen, der Pro-Kopf-Konsum an Milch oder an Frischmilch in Deutschland, der liegt ungefähr bei 70 Liter. Das heißt, alleine mit der Milch, die hier produziert wird, können, wie gesagt, nur bei Frischmilch ungefähr 3000 Menschen ernährt werden. Oder der Bedarf des Pro-Kopf-Verbrauchs, der kann damit bei 30.000 Menschen ungefähr gedeckt werden. Wenn man da alle Frischmilcherzeugnisse zurechnet, dann sind wir ungefähr bei 100 Liter. Und wer gut rechnen kann, der bekommt dann irgendwie auch eine Zahl von 21.000 Menschen bei 2,1 Millionen Liter Milch, die hier produziert werden.
Zettel wechseln. Okay. Wie wird das Ganze hier gemacht? Wir sind eigentlich ein reiner Familienbetrieb. Das heißt, meine Wenigkeit, mein Vater und meine Mutter, wir bewirtschaften den Hof zu dritt. Und ja, unser Altenteiler, der lebt hier, oder mein Opa, der lebt hier noch mit auf dem Hof. Und wir bekommen auch so ein bisschen Unterstützung hier. Wir haben eine Aushilfe, die kommt einmal die Woche ungefähr und unterstützt uns eigentlich in sämtlichen Tätigkeitsbereichen. Und was auch nicht zu vergessen ist, haben wir noch den ein oder anderen Helfer aus näherer oder fernerer Nachbarschaft, sag ich mal, die ja dann schon mal die ein oder andere freie Stunde verbringen, wenn sie mal Urlaub haben oder Wochenende ist. Auch eine Sache, sag ich mal. Herzlich willkommen zum RFS 2015. Und ein herzliches Dankeschön nicht nur für das tolle Wetter, sondern an die Organisatoren vom Heimatverein und von der Landjugend Heiligenrode auch für die Mühe der Vorbereitung, so ein Fest auf die Beine zu stellen. Wer ein bisschen sich um Feste, Organisationen und Veranstaltungen kümmert, weiß, was da für Arbeit dran hängt. Und insofern freut es mich, dass es belohnt wird durch viele Teilnehmer und durch... Fast hätte ich gesagt Gewitter, aber durch Sonnenschein. Ja, so ein Fest ist wichtig für das Zusammenleben auf dem Land. Ohne solche Feste würde es ein bisschen schwieriger werden, mal miteinander ins Gespräch zu kommen und auch den Blick vielleicht mal auf die Landwirtschaft, die unsere Landschaft prägt, zu lenken. Und ich finde es sehr schön, dass die Familie Benecke dafür ihren Hof zur Verfügung stellt. Und Herr Benecke hat auch in richtigen Worten zum Ausdruck gemacht, was eine moderne Landwirtschaft heute ausmacht, was sie prägt, aber auch wo Schwierigkeiten und Probleme drin liegen. Und man vergisst es gern, aber die Landwirtschaft ist auch in der Gemeinde Stuhe ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, stellt Arbeitsplätze für Familien natürlich, aber auch für Arbeitnehmer zur Verfügung, ist Steuerzahler, ist Auftraggeber für Handwerksbetriebe. Ohne Landwirtschaft geht es auch in Stuhe nicht. Ja, da dürfen Sie ruhig applaudieren, das ist so. Und die besonderen Herausforderungen, die Landwirtschaft seit Hunderten von Jahren bestehen kann, nämlich die zwischen, ja, scheint die Sonne zur richtigen Zeit oder fällt jetzt zum passenden Zeitpunkt die ausreichende Menge Regen? Wie ist es mit Säen? Sehe ich jetzt oder sehe ich später? Ernte ich jetzt oder ernte ich später? Das bekommt Landwirtschaft gut hin. Dafür gibt es gut qualifizierte Menschen, die das gut können. Dafür gibt es auch ein paar Bauernregeln, die dann immer noch stimmen. Was der Landwirtschaft aber zunehmend schwerer fällt, sind andere Konfliktpunkte, in denen sie sich bewegt und die auch weniger durch uns zu beeinflussen sind. Ich finde es nicht immer gut, wie Regelungen des Landes, des Bundes und der EU die Landwirtschaft in großen Teilen gängeln. Sie versuchen zu disziplinieren und damit auch ein vernünftiges Wirtschaften erschweren. Das Spannungsfeld, in das die Betriebe dann geraten, ist nämlich, wie schone ich die Ressourcen, was natürlich auch für jeden Landwirt wichtig ist. Man verbraucht seine Ressourcen nicht, sondern man schont sie, man verbraucht sie schonend. Wie kann ich aber auch wirtschaftlich produzieren? Das ist schwer. Und die Konflikte gehen weiter. Wir freuen uns alle an schönen Tagen, an wogenden Kornfeldern. Alles ist gelb und sieht wunderschön aus. Es prägt unsere Landschaft. Wir fahren mit dem Fahrrad durch die Felder und freuen uns daran. Das haben Landwirte gemacht. Aber Landwirte müssen dann auch mal die Gülle ausbringen. Und das ist unangenehm, das kann riechen und das stört. Und beides gehört zu einer Landwirtschaft dazu. Und beides muss man auch an einem Tage eines Erntefestes ins Blickfeld nehmen. Und zu guter Letzt uns alle als Verbraucher. Es gibt die Verbraucher, die ausschließlich nach dem Preis einkaufen, möglichst wenig Geld für viel Ware. Es gibt aber auch Verbraucher, die sehr viel Wert auf Qualität und auf die Produktionsweise legen. Und beides ist in einem Spannungsfeld. Landwirtschaft muss sich bemühen, hier einen Weg zu finden, allen Interessen gerecht zu werden. Und ich glaube, moderne Betriebe mit gut qualifizierten Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhabern können das auch und werden diese Herausforderungen auch bestehen. Mein Wunsch ist es, dass alle Betriebe diesen Weg auch finden, dass sie gut in die Zukunft kommen, dass wir auch in vielen Jahren noch ein Erntefest mit einer aktiven Landwirtschaft auf so schönen Höfen, wie wir es hier bei der Familie Benecke vorfinden,
feiern können. Und feiern ist das Stichwort. Es waren ein paar ernste Worte, aber jetzt steht feiern im Vordergrund und ich freue mich, dass Sie alle Lust haben zu feiern. Und dann soll es nach den Reden, die jetzt noch kommen, aber dennoch stellvertretend für die gesamte Landjugend Heiligenrode, die ihr heute, wie Lars schon gesagt hat, an den wunderschönen grünen Poloshirts erkennen könnt. Wir selbst können kaum erwarten, dass es endlich losgeht und wollen daher den Ablauf auch gar nicht länger als nötig aufhalten. Allerdings gibt es auch für uns natürlich immer ein paar Namen, die genannt werden müssen und einige Leute, denen wir gerne danken möchten. Angefangen in diesem Jahr natürlich bei der Familie Benecke, die uns an 6 Terminen in den vergangenen 2 Wochen hier bestens umsorgt hat. Wir mussten zu keiner Zeit hungern oder dursten. Danke dafür. Es gibt jedes Jahr zahlreiche Leute, die uns auch sozusagen hinter den Kulissen unterstützen, uns mit Dingen versorgen, mal eine Rolle Draht vorbeibringen oder eine Flasche Sekt. Alle namentlich zu erwähnen, würde hier heute aber definitiv den zeitlichen Rahmen sprengen. Und wir sind uns ganz sicher, dass die gemeinten Personen wissen, dass sie gemeint sind und dass sie wissen, dass unser Dank immer von Herzen kommt. Wir möchten uns noch einmal ganz besonders bei Christian Altevogt bedanken, der auch in diesem Jahr wieder uns und unsere Krone hoffentlich sicher durch den Ort fahren wird. Und außerdem gilt unser riesengroßer Dank natürlich den Landwirten, die uns jedes Mal das Getreide zur Verfügung stellen, damit wir die Krone binden und unseren Wagen schmücken können. Ja, und zu guter Letzt möchte ich im Namen des Vorstands natürlich der gesamten Landjugend danken, den freiwilligen Helfern und Helferinnen, die hier auch in diesem Jahr wieder voller Eifer die Krone gebunden, den Wagen geschmückt und uns vom Vorstand bei Organisation und Vorbereitung unterstützt haben. Danke dafür, ihr seid echt die Besten und macht auf jeden Fall weiter so. Und ja, einen Dank habe ich dann noch, und zwar jetzt schon mal im Voraus an denjenigen oder diejenigen, die morgen unsere Krone ersteigern möchten. Denkt immer daran, für einen guten Zweck ist kaum ein Preis zu hoch und die Krone ist in diesem Jahr wirklich außergewöhnlich schön. Also da muss man dann schon mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Wir haben uns natürlich auch wieder einen Verein oder eine Organisation ausgesucht, der die Spende zugutekommt, aber mehr dazu gibt es dann morgen. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nicht viel mehr zu sagen, als einmal die Familie Benecke auf die Bühne zu bitten. Ist sie da irgendwo? Hallo? Ja, ihr bekommt natürlich von uns noch ein kleines Dankeschön, diesen wunderschönen herbstlichen Strauß. War echt schön bei euch und wir hatten viel Spaß und hoffen, dass der Tag so weitergeht. Und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als allen, die hier jetzt stehen, allen, die mitfahren und allen, die heute noch ordentlich feiern möchten, viel Spaß zu wünschen. Vor allem natürlich der Landjugend Heiligenrode. Und herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung durch die Familie Benecke hier auf dem Erntefest. Ich freue mich, mich Ihnen vorstellen zu dürfen. Ich bin Tabea Rösler, ist mein Name, und ich bin Ihre neue Pastorin hier in Heiligenrode seit April diesen Jahres in der Nachfolge meiner Kollegin Pastorin Helga Herzer. Und meine Familie und ich sind eben seit April hier in Heiligenrode und somit ist das unser erstes Erntefest überhaupt. Wir sind wirklich gespannt, was hier passiert. Wir haben uns total gefreut, hier zu sein und sind jetzt schon überwältigt, wie schön es hier ist, was hier alles geboten wird, wie viele Menschen hier versammelt sind. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Ganz, ganz herzlichen Dank schon einmal an dieser Stelle für dieses tolle, für dieses schöne Fest. Wir haben ganz zu Anfang von den Mini-Bläsern, wie ich sie gerne nenne, also die ganz kleinen im Posaunenchor, haben wir das Dankelied gehört. Und danke für diesen guten Morgen hören wir da. Und danke für diesen neuen Tag. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich, Gott, werfen mag. Ja, wir haben alle Grund genug, Danke zu sagen. Wirklich aus vollstem Herzen, aus vollster Brust Dankeschön zu sagen. Dankeschön für die Ernte und Dankeschön für den Abschluss der Ernte. Und dann Dankeschön, dass wir alle genug zu essen und genug zu trinken haben. Danke, dass wir gesund sind oder in weitgehender Gesundheit leben dürfen, dass wir auch in Sicherheit leben dürfen. Und dann Dankeschön für dieses tolle Erntefest, für das klasse Wetter. Als ich heute Morgen wieder aufstanden, dachte ich, na, ob das was wird. Es war noch so nebelig und etwas kühl und die Sonne hat alles wettgemacht. Ja, Dankeschön dafür, dass wir hier so feiern können. Und dann als Pastorin unserer Kirchengemeinde möchte ich auch Dankeschön sagen
für die viele, die große, großartige Unterstützung, die wir bislang schon in Sachen Projekt Altes Schulhaus erhalten haben. Sie werden das mitverfolgt oder miterlebt haben. Ja, Unterstützung in Form von Spenden, aber fast noch wichtiger, Unterstützung in Form von Aktion. Ehrenamtliche, viele, viele Ehrenamtliche, die mitmachen, die sagen, ja, das ist es uns wert. Unsere Kirchengemeinde, die alte Schule und unsere Ortschaft Heiligenrode. Jetzt ganz aktuell Landwirte aus der Nachbarschaft, die uns angeboten haben, dass zum Beispiel unser Equipment vom Erntewagen dieses Jahr das erste Mal nicht mehr in die Schule zurückkehrt, sondern in die Scheunen unseres Nachbarn, unseres Landwirtes in der Ortschaft. Das ist einfach eine tolle Unterstützung und hilft uns weiter, das Projekt einen großen Schritt voranzubringen. Danke auch dafür. Wir sind alle reich beschenkt, auch ganz persönlich, wenn Sie alle bei sich selber schauen, wie reich wir geschenkt, beschenkt sind, wie reich Gott uns gesegnet hat. Natürlich sind damit die Probleme nicht vom Tisch gekehrt, aber die Angst ist ein schlechter Begleiter, um Probleme anzugehen. Die Angst macht uns klein, die Angst lähmt uns und es ist besser, Dankbarkeit mit im Gepäck zu haben und Vertrauen zu spüren und Gemeinschaft zu erfahren, so wie wir es jetzt tun. Dankbarkeit, Vertrauen und Gemeinschaft bringen uns nach vorn und sind gute Wegbegleiter auf unserem Weg. Ja, danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag, danke, dass ich all meine Sorgen auf dich, Gott, werfen mag. Das gilt auch hier bei uns an diesem schönen Tag hier beim Erntefest. Und so sage ich uns allen noch viel Spaß und mein Tipp für heute Abend, feiern wir durch und zu Benefits und zu uns, zu unserem Erntefest gefunden habt. Ganz besonders möchte ich noch unsere Gäste mit dem weitesten Weg natürlich begrüßen. Unserem Besuch aus der polnischen Partnergemeinde aus Jeschow. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auch Sie sind mit einem Umzugswagen hier heute dabei. Witamy na nasi gości. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Ich bin des Polnischen leider nicht so mächtig. So, der Weg zu unserer Erntekrone war in diesem Jahr etwas weiter als sonst. Wir sind kurz vor dem Horst und kaum einer verirrt sich sonst hierher. Abgesehen natürlich von den vielen, vielen Autos, die auf der Nachbarschaft langfahren, auf der Autobahn. Nur diese bekommen gar nicht mit, wie schön es links und rechts von den Leitplanken ist. Und schön ist es hier. Dieser wunderbar gelegene Hof zeigt, dass die Familie Benecke auch in Zukunft Landwirtschaft betreiben möchte. Dies ist leider zurzeit für die Milchbauern nicht einfach. Investitionen müssen getätigt werden, und damit der Betrieb auch zukunftsfähig bleiben kann. Aber dies kostet viel Geld. Geld, was der Verbraucher leider nicht bereit ist, für die Produkte zu bezahlen. Aber dazu hat Herr Thomsen schon einige Worte gesagt. Früher war es auch nicht selbstverständlich, alle Lebensmittel zu jeder Zeit zu haben. Wenn die Ernte nicht gut ausfiel, konnte es sein, dass im Winter etwas gehungert werden musste. Heute ist das für uns undenkbar. Trotzdem und auch gerade deshalb ist das Erntefest heute noch so wichtig. Es soll uns daran erinnern, dass alles eigentlich nicht selbstverständlich ist. Und heute haben alle, die keinen Bauernhof kennen, auch die Möglichkeit, wie Lars es schon sagte, sich hier umzuschauen und zu gucken, wie sieht ein moderner Milchviehbetrieb aus. Mit seinen ganzen Tieren, von den kleinen niedlichen Kälbchen angefangen, die man streichen kann, bis zur ausgewachsenen Kuh. Leider gibt es bei uns in den Orten nur noch wenige Landwirte. Viele mussten schon aufgeben, weil sie von der Landwirtschaft nicht mehr leben können. Und dabei können wir ohne unsere Landwirte nicht leben. Das muss man mal bedenken, denn sie sorgen immer noch für unser täglich Brot. Und was heute natürlich noch ganz wichtig ist, heute an diesem Tag, sie sorgen dafür, dass wir einen Ernteumzug haben.
Denn wenn wir die Trecker und Anhänger nicht hätten, müssten wir alle zu Fuß gehen und die Erntekrone auf die Schulter tragen und so. Ich hoffe, das macht auch noch mal jedem bewusst, Landwirtschaft ist ganz wichtig, auch an so einem Tag. Bitte einen großen Applaus für unsere Landwirte. So, jetzt möchten wir uns natürlich auch vom Heimatverein bei der Familie Benecke bedanken, dass die Strapazen in diesem Jahr auf sich genommen haben, um uns hier zu empfangen, um die Landjugenden Unterschlupf zu gewähren, damit die ihre Krone binden können und die nachher wieder ganz tüchtig aufräumen müssen, wenn wir weg sind. Darf stellvertretend Elke und Sandra auf die Bühne bitten? Wo sind sie? Weg sind sie. Familie Benecke. Die sind schon geflüchtet. Sandra kommt. Und die Landjugend hilft mir netterweise dabei. Bitte, für dich. Und nimmst du Elke bitte einen Blumenstrauß mit? Ganz herzlichen Dank, dass wir bei euch sein dürfen heute. Danke. Natürlich gilt unser Dank auch wieder an der Landjugend, die in diesem Jahr wieder eine schöne Erntekrone gebunden haben und die das auch jedes Mal ganz bereitwillig machen und ganz viel Arbeit da reinstecken. Vielen, vielen Dank an die Landjugend. Da kommt die Hausherrin. Elke, auch dir nochmal herzlichsten Dank. So, bedanken möchten wir uns vom Heimatverein natürlich für alle unermüdlichen Helfer, ohne denen wir vom Organisationsteam nicht viel machen könnten, außer zu organisieren. Es muss auch Leute geben, die schmücken, die gucken, die aufräumen, die binden und sowas alles. Allen Wünschen sagen wir vom Heimatverein vielen, vielen Dank. Das Staben mögt ich sowieso. Und immer wenn ich traue, ruf ich bei dir an. Ich versuche dir zu sagen, die Nacht ist vorbei, ich bin wieder klar im Kopf. Das, was bleibt, sind die Nachrichten auf deiner Mailbox. Ich hab das extra gemacht, weil ich das nicht sehen kann. Yeah!
Wir haben noch drei Thank you.
Thank you.
Um etwas Besinnliches zu werden, kommt jetzt ein kleines Erntegedicht. Welches Lied zum Zuhören ein und etwas aus der Ernte spricht. Es riecht nach Korn, nach Staub und Stroh und unsere Herzen sind... Wir sind voll Dankbarkeit, dass man wieder die Ernte zeigt. Von morgens früh bis abends spät die Arbeit in der Ernte geht. Von morgens früh bis abends spät die Arbeit in der Ernte geht. Mähdrescher rattern und summen, die Trecker knattern und brummen. Das Stroh liegt trocken und goldig im Schwaden, es wird erst gepresst und dann geladen. Es ist ein wunderschönes Bild, wenn vom Korn der Wagen fast überquillt. In der heutigen Zeit findet man für manch Schönes nur noch wenig Sinn. Doch eine Erntekrone wurde immer gebunden. Mit ihr ist ein äußeres Zeichen des Dankes verbunden.